Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend hat man mich mal auf den Namen Maverick getauft. Und wir spielen hier ein wenig gemeinsam Fallout 3. Sind in der letzten Folge ein wenig ziellos durchs Wasteland geirrt. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir es irgendwie wieder zurückschaffen nach Megaton. Ob wir es irgendwie aus der Hauptstadt rausschaffen, wieder ein bisschen offeneres Land. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und ich würde sagen, auf ins Abenteuer. Warum? Ach so, ja. Find a Doctor, ja. Ich muss echt. Ah, das ist ein bisschen blöd hier bei dem Fallout, wenn du da Q oder. Du kannst ja mit Q dauerhaft laufen. Du drückst da A oder E, A oder D, damit du zur Seite gehst, um irgendwas rumlaufen. Dann ist vorbei mit Laufen. Ist ein bisschen doof. Aber gut. So, da oben im Pentagon müsste die Brotherhood of Steel sitzen. Vielleicht lassen die Jungs mich herein. Ich bin Paladin Bail. Wie ich sehe, versuchen Sie ein Gratis-Tipp. Wir benutzen unsere großen. Das wäre schon möglich. Nein. Zu welcher dieser. Arschloch. Wenn Sie machen mich nervös. Naja. Shit. Gut, also gucken, dass ich irgendwie gerade nach Osten rauskomme, nach Westen rauskomme. Dann habe ich vielleicht eine Chance. Bin schon wieder hungrig, oder? Da geht's nicht weiter, aber. Shit. Muss ich jetzt ernsthaft wieder zurücklaufen? Ah, doof. Kann ich da vielleicht? Nee. Kommst nicht durch, wa? Shit. So ein Scheiß. Muss hier da irgendwo rauskommen. Muss ich jetzt ernsthaft um das ganze Ding umzulaufen? Okay. Ja, von mir aus. Machen wir. So, was Doofes. Naja. Ich könnte natürlich einfach den Typen abknallen, aber ich glaube, das hat keinen Sinn. Empire State Building war auch irgendwas, aber. Da ich ja die Schnellreise nicht anhabe, kann ich natürlich auch nicht einfach wegreisen. Deswegen hatte ich in River City auf eine Karawane gehofft, aber anscheinend ist heute keine Karawanenzeit, was ein bisschen blöde ist. Die hätte mich dann mitgenommen. Aber ja. Volksrepublik Amerika. Das hören wir uns mal an. Oh, das da hinten ist schon wieder so ein blöder. Warte mal, das muss ich mal ein bisschen lauter machen hier. Ne, da. Oh, das ist gut. Ja, knallt die ab. Knallt die ab, da kann ich vielleicht ein bisschen was Gutes looten. In Alaska und zwar für nichts und wieder nichts. Bringen Sie sie nach Hause, bevor es zu spät ist. Die Gang der Wall Street Fat Cats und ihre Kriegstreiber-Marionetten aus Washington haben die Welt in einen Krieg gestürzt und ihre eigenen. Ja. Grüße vom friedliebenden chinesischen Volk an die unterdrückten.
werden Massen. Das friedliebende chinesische Volk. Mhm. Glauben Sie, Ihre Anführer beschützen Sie, wenn die Bomben fallen? Sie werden glaube. Sterben, während die Wall Street Gang und ihre Anhänger wie Könige. Das Radio gewechselt aus Versehen? Nein, habe ich nicht. Ich glaube. Mensch, Mädel, du wiederholst dich doch. Da ist ein Pulowski One-Man-Shelter. Oder wie hießen die Dinger noch? Gibt's da was Spannendes? Guns and Bullets! Ah, komm. Da könnte ich eventuell, wenn ich das mal lese, mein 35 plus ist. Mein Skill ist zu hoch, zu niedrig. Bibliothek von Arlington. Okay. Talent Company. Nee. Wir gehen mal in den ganz. Super, und auf der Seite Raider, wa? Was läuft ja wieder hier? Oh, da scheint was drin zu sein. Mal sehen, ob wir da was Brauchbares rauskriegen. Nicht gut. Neostat Combat Shotgun. Okay. Kacke. Ah. Oh, das ist der letzte Auto, das ist bestimmt ganz da hinten, ne? Scheiße. Scheiße. So ein Dreck, ey. Ich gehe zurück nach Rivet City und hoffe, dass ich da eine Karawane treffe. Oder kann ich schnell reisen? Ich glaube nicht, ne? When enemies are nearby, wo sind denn hier enemies? So ein Dreck, ey. Scheiße. Ja. So ein Mist. Ja, das passiert, wenn man unvorsichtig einfach irgendwo hinrennt. Dann, ja, ich hoffe mal, die Karawane ist jetzt wieder in Rivet City, dass ich gleich mit der Karawane da wegkomme, weil sonst, ey, das hat keinen Zweck. Das hat keinen Zweck hier mit dem Level, was bin ich, Level 2 hier, oder 3, oder was bin ich, hier durchs innere Wasteland zu latschen, durch die Stadt zu latschen, das hat keinen Zweck. Das ist einfach nur Blödsinn.
Muss ich da jetzt ernsthaft... Ist das tief hier unten? Ne, ich kann längs laufen. Gut. Das wäre sonst auch ein bisschen frustrierend jetzt geworden. Mein Magen knurrt schon wieder. Junge, die hat aber auch Hunger, die Alte. Hoffentlich ist die Dings wieder da. Ey. Ja, da steht er, glaube ich. Das ist er. Ja! Garrett! Ich looke for transportation. Scheißen, Huni. Kacke. Muss irgendwas verkaufen, dass ich da hinkomme. Wo ist er? Komm, geh weg da mit deinem scheiß Pack Bramen! Oh. Ja! Ja, ich möchte was verkaufen, bitte. Ich biete einen 25 Kronen, scheiße. Ja, laber nicht. Bottle Cap Mine. Ja, Bottle Cap Mine gibt gut Geld. Cigarettes werde ich nicht los, Conductor werde ich aber los. Empty Bottle, weg damit. 5 Fission Batteries. Weg damit, 284, okay. Die Giftdrüse noch dazu. Dann noch 2 Harmonikas. Ein Hula Girl. Eine Lunchbox. 2 Lunchboxen, ja. Mudfruit Nuka Cola. Nuka Cola. Zigaretten. 3 Pilot Lights. So. So. Noch irgendwas, was ich verkaufen kann? Zack. Muni. Darts. 40 Darts hätte ich noch. 64 Railway Spikes. Weil die brauchst du echt selten. Pre-War Money. Scrap Metal. Sensor Modules. Das habe ich schon gelesen. 2 Teddybären. Ein Toy-Car. Terpentine. So. So, Chef. Gib mir das Stimpack. Akzeptieren. Geben Sie mir Bescheid, so, wenn Sie... und tschüss. Ab nach Megaton. Nix sie weg hier. Ab in einen Bereich, wo ich auch überleben kann. Yes. Boah. Das war eine frustrierende Stunde. So. Ich repariere mein Motorrad. Das soll das? Blöde Fragen stellen. Miggy, du brauchst Wasser. Egal was für Wasser. Ich habe noch verstrahltes Wasser. Megaton. So. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um.
Was will er? Wo wollen er hin? To Big Town. Wo ist denn Big Town? Ja, komm. Ja, dann geh auch. Sounds good. Let's go. So. To Rivet City. So. La 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 la. Was? Also manchmal. Warum geht das nicht? Oder zu weit weg ist? So. So. Geht auch so, man kann auch einfach die Leute ermorden. Gibt's auch Geld. Vielleicht nicht unbedingt so, wie die das vorhatten, aber es gibt Geld. Boah, was ist das denn? Wieso bin ich verletzt worden? Aber das Buffer auch nachgelassen hat. Shit. Nicht gut. So. Ja, ja. Da bin ich reingegangen letztes Mal. Das hätte ich nicht machen dürfen. So, was gab es denn hier noch in der Nähe für Aufgaben, die ich machen konnte? Das ist da unten. Ich weiß nicht so recht, ob ich hier wirklich in die Hauptstadt gehen sollte. Oder nicht vielleicht erstmal oben ein bisschen das Westland, wo ein bisschen weniger los ist. Und erstmal ein bisschen meine Skills pushen. Was? Hat sie Durst oder was wollte sie denn mit mir damit sagen? Warum hustet sie? Oder warum räuspert sie sich? Da in den Super-Duper-Mart da unten sollte ich vielleicht nicht unbedingt reingehen. Tja.
Ein Zielfernrohr wäre nicht schlecht, das könnte ich hier schön auf die Hunting Rifle draufschrauben. Wenn ich da mal so einen Bausatz finde. Was haben wir hier? Verwesende Brahmin-Leiche, okay. Ah, weil die von dem Wasser hier getrunken haben, wahrscheinlich. Ist bestimmt vergiftet oder so. Oder jemand hat sie umgebracht. I feel hungry. Ja, schön. Chinese Army Spec Ops Training Manual. Karton of Cigarettes. Ich bin überlastet. Wieso? Okay. So. Hey, ja. Warte mal, da bin ich gekommen davon, oder? Ja, hier war ich überall schon. Das ist halt mein Vault. Die Hütte nehmen wollen. Ich habe doch gerade erst was gegessen. Ich kann doch nicht schon wieder hungrig sein. Ich habe gerade was gegessen. In der Hütte da hinten konnte man. Ja. In die Hütte da hinten konnte man, glaube ich, rein. Da gibt es vielleicht ein bisschen was, was man looten kann. Das war jetzt nicht ganz der Weg nach Megaton, den ich mir eigentlich vorgestellt habe, aber wir sind angekommen. Wir haben überlebt. Das ist das Wichtigste. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, lasst mir gerne einen Daumen da, lasst mir gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, um nichts zu verpassen. Wir werden noch viele weitere Folgen hier durchs Wasteland irren. Schaut mir auch gerne auf Twitch zu, wenn ich streame. Ich streame auch viele andere Dinge, also nicht nur Fallout. Ich streame auch unter anderem häufig War Thunder und wenn euch sowas gefällt, schaut mal rein, ist unten verlinkt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.